Ah, verdammt! Ich hätte die Kamera laufen lassen sollen, Mann. Wenn man jetzt so völlig plan- und orientierungslos rumirrt und dann auf einmal umdreht, ja, da trifft man dann eben die Arschkleber, die irgendwie immer ein Stück hinterheben. Versuchen, Abstand zu halten. Auch wenn man umdreht, hat das ja keinen Sinn mit dem Abstand halten. Da kommen die eben dann halt alle entgegen. Das war eben ein Bild für Götter. Wir probieren es jetzt einfach nochmal auf der normalen Tour. Augen offen halten und...
anderer. Naja, ist direkt an der Straße. Von daher für den Wohnmobilisten hier Kurve, ihr habt ja gehört gerade, da ballert manchmal einer richtig vorbei. Sonja, möchtest du auch aussteigen? Sonja möchte sicherlich auch aussteigen. Na komm. So. Aber man hat hier eine sehr, sehr, sehr schöne Aussicht. Also hier ist wirklich, man könnte ja da auch irgendwo runterfahren zu den Mülltonnen. Da ist dann mit Sicherheit auch absolut ruhig nachts. Der Weg geht wohl zu der Windmühle, die ist restauriert. Kann man sich auch angucken, die ist sehr hübsch. Wir sind hier auf der Nordwestseite der Insel. Und da oben ist die normale bekannte Himmelsverschmutzung. Da wollen wir jetzt heute da nicht gerade dran denken, oder? Die ist halt da. Ansonsten, ja, auch ein ganz netter Platz hier. Nicht so viel Verkehr. Also man könnte hier über Nacht stehen bleiben, tausendmal besser als in der Stadt irgendwo. Aber das muss ja jeder selber wissen. Manche haben ja Angst, dass sie denn nachts überfallen werden oder so. Das hab ich ja nicht, weil hab ich halt nicht. Okay, dementsprechend einfach mal erstmal 7,5 Minuten. Tschüss. Etappe 3.